Oh, das mit dem Bluthund-Ding macht richtig Laune. Moin Leute, willkommen zurück zum neuen Elden Ring-Video. Wie ihr es gerade bestimmt schon gesehen habt, gibt es eine richtig geile Weapon-Combination, was mit Magie-Schaden skaliert. Und das Ganze werden wir heute machen, oder werde ich heute versuchen. Im Stream, Leute übrigens, schaut gerne mal im Stream vorbei. Ich bin fast jeden Tag online im Stream. Und ja, ich werde heute versuchen, im Stream die Waffe zu bekommen, die ihr gesehen habt. Ich werde das Ganze mit der Magie ausprobieren und dann schauen wir mal, ob das wirklich so gut ist, wie ich mir das Ganze vorstelle. Also, wir brauchen erstmal die Waffe von diesem Typen hier. Die ist relativ selten. Ist ein Rare Drop und da können wir eigentlich mal hier so einen Fingerfuß anmachen. Weil es ist ja so, im Souls-Universum, dass man keine Waffe, die bereits ein Scaling hat auf Feuer, Blitz oder Magie, mit einem Zauberstab nochmals verzaubern kann. Allerdings, das hier ist die einzige Waffe in dem ganzen Game, die bereits ein Scaling auf Magie hat. Das heißt, sie skaliert mit deinem Weisheitwert und man kann die verzaubern. Und das ist richtig, richtig broken. Und ich würde sagen, ich farm jetzt hier immer eben die... Da ist er schon. Ups, ich wollte eigentlich einen Skip machen, aber ist er schon. Tonmenschen-Harpune, das ist die, die ihr braucht. Weil hier seht ihr, Weisheit auf D hat also ein Scaling auf Magie, was sehr gut ist. Leider ist meine Weisheit gerade auf 24, dann ändern wir vielleicht gleich nochmal eben. Habe ich noch eine Larve? Boah, ich glaube, ich habe keine Larve mehr. Das ist schlecht. Doch, eine Larve habe ich noch. Gut, dann können wir gleich ein bisschen Weisheit hochpumpen. Jedenfalls, das hier ist die Waffe. Ja. Und wie gerade gesagt, also die Waffe ist eskaliert mit Magie und kann mit einem Zauberstab nochmal gebufft werden. Moin Nico. Ihr könnt auf die Waffe jede Kriegsasche draufhauen. Nicht verstärken, sondern Kriegsasche. Ja, auf den Speer. Egal was, auch hier dieses Feuer und so. Donnerblitz könnt ihr auch draufhauen, aber ihr müsst dann hier Standard auswählen. Oh, der Schaden ist aber gut, echt. Für die kleinen Was braucht das Schwert? Ich glaube 12 auf Stärke, 12 auf Dex. Guck mal, den kann man auch. Leute, den könnt ihr quasi auch machen ohne Magie. Gefällt mir ganz geil. Gefällt mir ganz geil. Gefällt mir ganz gut. Ups. Oder das mit dem Bluthund-Ding macht richtig Laune. Zack. Was gibt der eigentlich? Königliches Großschwert. Blades Rüstung, Blades Stulpen, Blades Beinschutz. Nice. Vielleicht, weil ich Ranis Ende genommen habe. Ich habe Rani schon... Also ich habe das Ende gerade eben schon gemacht. So, Blade, 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 Blade. Wo bist du denn? Da, Blade. Relativ schwer. So kriegt ihr die Blade-Rüstung. Also der Blade-Kopf, den findet ihr, wenn ihr... Soll ich das jetzt eben zeigen? Komm, ich zeig's euch eben.
Der Blade-Kopf, ich weiß jetzt nicht, ob es da bei dem Turm war oder dem anderen. Auf jeden Fall müsste zu einem zu diesen Türmen. Dann da die Wand hochkraxeln. Ich glaube sogar, es war hier der Seluvis-Turm. Ah ja, hier war's. Also geht zu diesem Seluvis-Turm. Kraxelt hier die Mauer hoch. Und dann da ist so eine Leiche und da ist der Kopf von Blade. Ich kann euch nicht sagen, wieso der jetzt hier war und wann der hier hinkommt, Leute. Aber er war bei mir auf jeden Fall gerade da. So, Seluvis. Oh, der ist einfach tot. Seluvis Klangperle. Großer Präzeptorenhut. Und die Klamotten. Ja, nice. Oh, man kann auch was kaufen. Puppe von Fingerjungfrau Terolina, ruft den Geist. Mach ich. Was kostet das? Sternenschlichtsplitter. Das Gefäßunholz. Kaufe ich. Ich guck mal kurz, was hier oben gibt. Ey, ich glaube, ich war hier einfach noch nie. Gibt's hier noch was? Hier ist einfach noch eine Truhe. Speicherstein. Okay, Speicherstein ist uninteressant. Leute, wenn euch das gefallen hat, dann gerne ein Like da lassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.